Letzten Donnerstag in Zell. Die Mosel tritt über die Ufer. So ein Hochwasser hat es hier seit vielen Jahren nicht gegeben. Auch der Laden von Bo Müllers steht knietief unter Wasser. Das ist schon alles sehr, sehr schwierig. Geht mir total unter die Haut. Ich habe gar nicht gedacht, dass mich das so sehr mitnimmt. Die 55-Jährige betreibt seit gut 10 Jahren am Moselufer einen Wander- und Outdoor-Laden inklusive Fahrradverleih. Die Ware muss in Sicherheit gebracht werden. Ach du Jesus, nee. Ja, eine Kiste bringe ich dir noch. Ich stelle sie gerade hier drauf. Willst du gerade hier drauf stellen? Wir müssen da hinten das Zimmer mit Dosen. Ja, alles voll. Inventar des Ladens. Ja. Wo sind wir denn hier, Bo? Hier sind wir bei meinem lieben Nachbarn Ludwig. Und wenn er nicht wäre, hätten wir die Sachen sonst wohin karren müssen. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand, ne? Ja, ansonsten muss Ludwig ausziehen, weil er arbeiten muss und er dann nicht mehr rauskäme, ne? Also muss er mal für ein paar Tage sonst wo unterkommen, ne? Das ist auch ein Problem. Ja, dafür hat man ja Freundin. Ja, genau. Prima. Alles klar. Also stimmt, wenn das Hochwasser kommt, dann müssen Sie gehen, weil Sie sonst nicht... Ja, wir kommen nicht raus. Das Wasser steht im Haus nachher ungefähr 1,20 Meter. Kann ich da nicht krank melden und, oder hochwasserfrei melden? Im Hausgang 1,20 Meter, da geht es an die Stufe und dann geht es bis hierhin. Da kämen Sie nicht mehr raus. Ne? 10 Uhr morgens. Laut Prognose wird das Hochwasser in der Nacht über die Ufer treten. Bos Tochter Kaya auf dem Weg zum Fahrradlager der Müllers auf der anderen Straßenseite. So. Und wenn es wirklich so hoch kommt, dann ist alles vorbei. Aber seid ihr denn versichert, wenn das jetzt zulang? Nein. Seit 93 gibt es keine Versicherung mehr. Weil ja bekannt ist, dass es Hochwassergebiet ist. Ist ja gar nicht zu bezahlen dann. Was würde passieren, wenn die Räder nass werden? Bei den normalen nicht so viel, denke ich, aber die E-Bikes werden dann wahrscheinlich hin. Und das sind auch nochmal 15. Das wäre natürlich schlecht. Ich sag mal, die Leiste ist unser Gerichtsproblem. Geht doch. So, jetzt hier. Mein Lieblingsspruch: mit ein bisschen Gewalt kann man so einiges regeln. Hier mal, komm, ich kusche mit. Auch das komplette Mobiliar muss raus aus dem Laden. Das ist Bildschirm. Oh, wir fahren gerade leer machen. Ja, machen wir, bis gleich. Wir laufen nicht weg. Gut. Eine Stunde später am Moselufer. Noch ist die Stimmung ganz entspannt. Ihren Laden hat Bo das letzte Mal im Februar des vergangenen Jahres geräumt. Damals ist sie und mit ihr ganz Zell verschont geblieben. Was im Sommer an Hochwasser ist, da hat keiner mitgerechnet. Und bis gestern Abend habe ich auch noch gedacht, naja, komm, lass mal abwarten, das wird nicht so schlimm. Aber als ich gestern Abend nach Hause bin, habe ich gedacht, okay, komm runter, komm zur Ruhe, einmal fest schlafen, weil unausgeschlafen das zu organisieren geht gar nicht. Naja, und dann früh aufgestanden, dann geht's los. Einfach durch. Aber gestern, mir war es so schlecht. Ich hatte so eine Sorge. Schon eine ganz andere Kategorie, im Sommer ein Hochwasser zu haben. Im Winter haben wir wenig Ware, da geht's vergleichsweise schnell. Ne? Und es ist egal, weil da hast du sowieso kaum Umsatz. Aber jetzt, das sind schon Einbußen, die man irgendwie verschmerzen muss. Ne?
Ein erster Kontrollgang um 11 Uhr. Wie hoch steht das Wasser inzwischen? Oh je. Oh Schreck, lass nach. Es sieht wirklich so aus, ob es nicht mehr lange dauern kann. Boah, es geht mir echt einen Schauer über. Wird es einem echt schlecht, ne? Ja, und überall sind Bäume und Äste. Ich will hoffen, dass es keine Fenster zerschlägt. Oh je. Das Treibgut, das ist, da wird einem Angst und Bange. Wahnsinn, was da runterkommt, ne? Nachdem wir ausgeräumt hatten eben, bin ich nach Hause, habe mich erstmal auf die Couch gelegt, weil ich total fertig war, weil wir ja, wie gesagt, so viel Ware hatten wie noch nie. Und habe dann direkt im Fernsehen gesehen, dass in der Eifel ganz viele Menschen gestorben sind und dass noch sehr viele vermisst werden. Und dann habe ich für mich gedacht, das hier ist total albern, sich jetzt da Gedanken zu machen. Da sind Häuser eingestürzt, die Autos sind, die liegen kreuz und quer übereinander. Also ich bin total entsetzt gewesen, ich wusste gar nicht, ja, was macht man da, wenn die Häuser alle kaputt sind? Die wissen teilweise nicht, wo sie schlafen sollen. Also das finde ich schon sehr, sehr schlimm. Schlaflo! Oh, wow. Ja, schauen und lustig sein. Ich glaube, das ist jetzt alles eher Galgenhumor. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, damit klarzukommen. Ja. Es sind nur noch so viel. Eine Spanne. Hallo, lass ein bisschen Öl sein. Überall im Ort werden die Heizöltanks vollständig gefüllt. So, jetzt zum Schlauch. Zeig mich gerade unter der Tür. Weil der Tank, wenn das Wasser kommt, hat so viel Auftriebskraft durch die Luft, die innen drin ist, der würde hier das Haus hochdrücken. Und deswegen werden die alle gefüllt bei Hochwasser, dass hier unten bleiben, nichts passiert. Wie viel der Tank ist das heute, den Sie im Voll machen? 16. Bei einem Pegel von 8,90 Meter tritt die Mosel in Zell über die Schutzwand. Schon ein bisschen komisch, wenn man hier so steht und nasse Füße kriegt. Also noch kann man sehen, noch wird in der Stadt gepumpt, weil es läuft noch in Gully rein. Aber es kann nicht mehr lange dauern, dann stellen die Pumpen ab. Halb sieben. Bürgermeister Hans-Peter Döpken klettert hinunter zu den Pumpen der Stadt. Jetzt wird das Oberflächenwasser nicht mehr in die Mosel gepumpt. Jetzt läuft die Leitung voll. Und wenn die Zuführungsleitungen voll sind, läuft es in Zell hoch auf die Straße. Gleichzeitig wird es auch dann über die Mauer kommen. Es wird also ein Ausgleich gestellt von innen und von außen. Das ist ein entscheidender Moment. Das ist der Moment, wo wir Zell quasi fluten. Ja.
Wasser! Ja, die Stadt hat die Pumpen abgestellt. Jetzt läuft alles voll. Es ist absolut surreal. Deswegen muss ich auch nach Hause. Wenn ich jetzt sehe, wenn es in den Laden reinläuft, ich glaube, dann zerreißt es mich. Obwohl ich die ganze Zeit einigermaßen gut gelaunt war, aber jetzt. Das ist schon komisch, ne? Das ist schon komisch. Ja. Eine eigenartige Stimmung liegt über der Stadt. Feiernde Touristen, Volksfeststimmung, während die Keller der Einheimischen volllaufen. Am Abend gegen 8 wird es dann ruhiger. Noch ist nicht abzusehen, wie hoch genau die Mosel steigen wird. Die Feuerwehr ist die ganze Nacht mit Schlauchbooten in der Stadt unterwegs. Das Jahrhunderthochwasser, 93 war noch höher, gell? Ja, ja. 93, das Jahrhunderthochwasser. Aber das war jetzt ja auch schon ganz schön hoch. Das ist auch schon sehr hoch. Aber das war noch höher. Das waren 11,5 Meter. 11,5 waren das. Da sind wir jetzt noch 1,50 Meter davon entfernt. Seit gut 12 Stunden sind André Trippen und Sascha Ohlinger jetzt im Einsatz. Ja, Leute transportiert, Wohnmobile rausgezogen vom Campingplatz, Boote an Land gezogen, die abgetrieben sind, Fähren und Bootsanleger festgezurrt. War schon viel. Seit heute Morgen um 8. Der nächste Morgen, Freitag, 8 Uhr. Zell steht immer noch unter Wasser. Der Träumchen rein. Bo telefoniert mit ihrer Tochter Kaya. Ja, genau, eben. Gut, mein Schatz, dann rufe ich dich an. Wahrscheinlich heute Nacht. Ja, bis später dann mal, ja? Tschüss. Ja, ja, ja. Ja, tschüss, mein Schatz, bis dann. Tschüss. Ja, wenn man denkt, dass man heute Nacht dann raus muss und die ganzen Schlamassen, die dann im Laden sind, also irgendwie übermannet mich jetzt gerade. Aber wenn wir dann am Arbeiten sind, dann ist auch wieder gut. Dann hast du was zu tun und dann, ja. Aber es ist jetzt irgendwie alles schlimm. Obwohl es nur halb so schlimm ist wie in der Eifel. Und dennoch ist es schrecklich. Ja. Boah. Ja, ist so eine schreckliche Anspannung. Die muss irgendwo hin. Und ja, dann muss man auch einfach mal weinen. Das wird einfach raus. Wir können jetzt nur warten, wann das Wasser irgendwann weg ist und wann wir dann loslegen können mit Ausspritzen und ja, mit den Schiebern das Wasser rausholen und den Schlamm. Und wenn es jetzt so lange drin steht, ist natürlich auch wahrscheinlich sehr viel Schlamm im Laden und im Lager. Ja, wahrscheinlich stehen die Räder auch drin. Ja, macht einem einfach Angst und Sorge.
Bos Nachbar, Manfred Brem, dort, wo einmal sein Garten war. Junge, Junge, Junge. Oh ja, privates Swimmingpool. Ich will mich nicht dran gewöhnen, aber es ist halt eben tatsächlich eine Sache, die immer wieder passiert. Aber haben Glück gehabt, wenn man sieht, die Bilder von der A und so weiter, da brauchen wir uns jetzt nicht zu beschweren. Da haben wir wirklich nochmal Glück gehabt. André Trippen und Sascha Ohlinger sind immer noch mit ihrem Schlauchboot unterwegs. Jetzt bin ich doch nass. So, ich hoffe, die Ablösung kommt gleich. Ich bin müde. Der sagt dann mit uns, André. Ja. Ich bin fertig. Bisschen geruht haben wir. Schlafen kann man das nicht nennen. Ja, wir hatten die ganze Nacht eigentlich zu tun. Ja, komm. Oh. So, 20 auf Zell, kommen Sie. Ja, die Ablösung steht bereit. Die fahren jetzt hier gleich los. Einige Bewohner haben ein eigenes Schlauchboot. Wo geht das? Mittag im Kiosk in die Stadt einkaufen. Ja. Und dass wir auch raus und reinkommen können. Bei uns steht halt auch ein Haus. Ja, leider Gottes steht auch auf der Treppe drin. Ah ja. Es ist mittlerweile 9 Uhr. Bo hält es zu Hause nicht mehr aus. Sie will versuchen, sich zu ihrem Laden durchzuschlagen. Ja, viel gefallen ist es noch nicht, wie man sieht. Bis hierhin hat die Mosel gestanden. Ja. Und wenn da niemand ist, hier sieht man den Schlamm, wenn da niemand ist, der den gleich wegmacht, dann ist das nachher bretthart wie Beton. Das wird ganz schwierig, aber es scheint ja keiner da zu sein, der sich hier kümmert an der Ecke. Ich weiß nicht, ob da jemand überhaupt drin lebt. Oder ob es ältere Leute sind, die es überhaupt gar nicht wegmachen können. Mal sehen, ob wir bis an die Ecke kommen, um rum gucken zu können. Oh nein! Will jemand ein Bier? Zu Fuß ist noch kein Durchkommen. Puh, nasse Ärmchen gekriegt. Nehmt ihr uns mit? Mitholen. Gerade ein Stück für einen Laden. Ja. Also das hier ist schon sehr erschreckend. Ja, der Laden ist, glaube ich, ja, damit hat man gerechnet, ne? Aber das Lager, obwohl es ging noch gut, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Waren nur ein paar Zentimeter, nur die Reifen von den Rädern drin. Das ist mehr Glück als Verstand. Und da ist nichts kaputt gegangen. Doch, Scheibe gerissen. Dann gibt es eine neue. Aber so kann es auf jeden Fall erstmal drin bleiben. Man muss sie nicht rausholen. Hat dem Druck nicht standgehalten, ne? Oder ist vielleicht ein Baumstamm dagegen? Ah ja, gut. Jetzt wieder zurück. Ja, das ist, danke, vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
Ah, ja. Das ist schon alles sehr, sehr schwierig. Geht mir total unter die Haut. Ich habe gar nicht gedacht, dass mich so sehr mitnimmt. Nächster Einsatz der Feuerwehr. Ein Anwohner hat offensichtlich vergessen, seinen Öltank rechtzeitig befüllen zu lassen. Der Tank ist ausgelaufen. Das Öl-Wasser-Gemisch muss abgepumpt werden. Ich habe heute Morgen festgestellt, dass hier Heizöl stinkt in der ganzen Straße. Dann habe ich gesehen, dass beim Nachbarhaus hier Öl ausgelaufen ist. Entweder ist der Öltank defekt oder die Uhr nicht abgedichtet. Das sind Gäste, die hier wohnen, die sich nicht auskennen mit der Materie, mit Hochwasser. Jetzt haben wir natürlich die ganze Chose im Keller liegen. Jetzt sind wir das am Abpumpen und versuchen das hier in einem Faltbehälter, wo dann später wieder am LKW abgepumpt wird. Das ist die ganze Situation jetzt. Elf Uhr. Bo hat es immer noch nicht zu ihrem Laden geschafft. Also es sieht wirklich so aus, als ob die Mosel hinter der Mauer schon ein bisschen gefallen ist. Dann wollen wir hoffen, dass die Pumpen früher loslegen. Ja, und hier bei der Nachbarin hat leider einiges im Wasser gestanden. Ich habe nicht hoch genug aufgebockt. Da sind einige Regale, die sie wahrscheinlich wegwerfen kann nachher. Zwei Stunden später. Bo will über den Hintereingang zu ihrem Lager. Hallo Micha. Hast du den Schlüssel? Können wir rein? Wenigstens das. Und wie sieht der Hof aus? Der Hof sieht gut aus. Hast du nichts? Oh, Gott sei Dank. Wenigstens das. Yes, baby. Yes. Genau. Okay. Ja. Also es war mehr Glück wie Verstand, denn bis dort hat es gestanden und hier oben ist nichts. Also die E-Bikes haben gar nichts abbekommen, waren sicher und beschützt hier. Jetzt einmal hier durch. Also ich meine, gut, ist vielleicht jetzt da hochgezogen, aber diese kleine Stufe hat uns jetzt da gerettet. Das ist schon mal viel wert. Aber hier müssen wir auf jeden Fall jetzt sauber machen. Ach du Scheiße. Naja gut, ist nur der Mülleimer umgefallen. Sonst ist nichts passiert. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier irgendwie reinkomme. Oh, Glück gehabt. Schönes Dilemma. Ein schönes Dilemma. Und hier sind die Abzieher. Das ist das, was wir als allererstes brauchen. Sogar hier drin ist ölhaltiges Wasser. Es riecht richtig nach Heizöl. Ne? Das ist echt schlimm. Gut. Wollen wir loslegen. Das ist ziemlich ekelhaft. Dieser Schlamm. Also es sind nicht nur zwei Risse. Wenn das Wasser weg ist, ist wahrscheinlich die ganze Scheibe gerissen. Vielleicht ist ein Baumstamm durchgelaufen oder und hat die Scheibe beschädigt, weiß es nicht. Und die Räder spritzen wir ab, dann sind die auch wieder sauber. Ja. Wir haben noch Glück gehabt. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass es auf diese Stufe kommt. Absolut überhaupt nicht. Wahnsinn. Könnte man noch Kneippbäder machen hier.
Oh. Durch das ausgelaufene Heizöl ist alles voller Schlieren. Und ich denke, das ist das auch hier. Oh. Hier ist gar nichts. Schön. Jetzt gehe ich mal gucken, ob sich das hier überhaupt schon lohnt. Bos Laden steht immer noch voller Wasser. Die ist ja total demoliert, die Scheibe da vorne. Gott sei Dank habe ich die eben nicht gesehen, das hätte mir noch einen viel größeren Schrecken versetzt. Was habe ich mir gedacht? Ich glaube, wir streichen den Laden braun, dann fällt es nicht so auf. Das hier ist nicht abzukriegen. Uiuiuiui. Das ist einfach erschreckend. Da sollte der Keller sein. Ich meine, da ist er auch, ein bisschen tiefer. Noch kann Bo nicht viel machen. Sie muss warten, bis das Wasser weiterfällt. Und besucht ihren Nachbarn Hashim Maksoumi. Ja, ich muss eine einbauen bei mir. Ja, oben. Ja. Ich habe die. Ich habe oben Wasser, aber ich habe keinen Anschlag gewonnen. Ich habe gar nichts geschlafen. Gar nicht? Gar nichts. Ach, ich habe die Nacht hier runtergekommen. Konnte. Ich habe nur Sorgen gehabt mit dem Glas. Ja, aber das, wenn es kaputt geht, geht es kaputt. Aber wenn es nicht so hoch ist, ist nicht so ein hoher Druck drauf. Ja. Weil ich habe alle Türen aufgelassen, jede eine Stunde runtergekommen, bis hier Wasser. Gestern nach Schabon gekommen, bis hier Wasser. Hier ist nicht schlimm. Und das nach der Corona-Zeit, gell? Ja, das ist Corona, nach dem Corona, schlimmer Corona kommt. Das ist schlimmer Corona. Hoffentlich alles vorbei wieder. Schöne Sommer kommen wieder. Wir können ein bisschen arbeiten. Uhr am Nachmittag. Die Pegel fallen weiter. Das Hochwasser ist so gut wie überstanden. 2 Tage werden Bo und ihre Tochter brauchen, bis sie alles wieder komplett sauber haben. Ich habe zwar gestern Abend gedacht, ich mache den Laden zu. Ich verkaufe das alles. Ich gehe weg. Ich will nicht mehr. Aber das ist nur ein Moment. Aber wenn die Leute wieder da sind, nein, 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 nein. Ich liebe das. Ich liebe das mit der Mosel. Ich liebe es, aus meinem Geschäft hier rauf zu gucken. Die wunderbaren Weinberge, egal was für ein Wetter ist. Und die Menschen, die dann kommen, die das genießen hier bei uns und mit uns im Geschäft, mit dem Radverleih, die kommen nach so einer Radtour abends zurück und haben ein Lachen auf dem Gesicht und fragen, und wo sollen wir jetzt hin essen gehen? Es ist einfach nur schön. Und das kommt nachher wieder und das andere tritt in den Hintergrund. Ich finde, das ist viel, viel wichtiger.